Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelly Young, übersetzt von Wolfgang. 16. August 2021. Ihr Lieben, wir verstehen, dass es schmerzhaft und verwirrend sein kann, wenn ihr euch plötzlich in einem Zustand der Distanz zwischen euch und jemandem befindet, der euch einst nahe stand. Es kann leicht sein, dies persönlich zu nehmen, aber es kann viele Gründe dafür geben, warum dies geschieht. Die Person muss sich vielleicht von euch trennen, um ihre eigene Kraft und Leistungsfähigkeit zu finden. Es kann sein, dass die Person versucht, ihr eigenes Wachstum abzulehnen, und um das zu tun, muss sie auch euch ablehnen, weil eure Beziehung zu ihr diese Entscheidung nicht unterstützen würde. Es kann sein, dass es eine Erfahrung gibt, die sie erforschen möchte, von der sie befürchtet, dass ihr sie nicht verstehen oder gutheißen würdet. Es könnte sein, dass sie sich selbst isoliert oder sich von der Liebe und Unterstützung des Ganzen ausschließt. Diese Entscheidung beruht in der Regel auf ungeheilten Schuldgefühlen, Schamgefühlen oder einer mangelnden Bereitschaft zu empfangen. Es kann aber auch sein, dass dein Seelenvertrag mit dieser Person vorerst abgeschlossen ist und die Energie einfach nicht mehr da ist, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Wie ihr an all diesen Beispielen sehen könnt, basiert keines davon darauf, dass etwas mit euch nicht stimmt. Menschen treffen alle möglichen Entscheidungen aus allen möglichen Gründen, so wie es eure Führer für euch tun würden. Ehrt ihren freien Willen und ihr Bedürfnis nach Raum mit Liebe, Verständnis und Akzeptanz, ohne es persönlich zu nehmen, was die Vorwärtsbewegung aller Beteiligten unterstützt. Erzengel Gabriel durch Shelly Young. Grüezi Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das ist ein schwieriges Thema, vielleicht für mich speziell, aber vielleicht auch für andere da draußen. Und zwar einerseits, weil ich mich immer noch verbunden fühle mit allen Menschen, mit denen ich mal wirklich eng verbunden war. Also sei es jetzt Freundschaften oder Liebesbeziehungen. Und ich zwar super alleine zurechtkomme, aber dennoch immer wieder mal meine Gedanken um diese Menschen und um diese Beziehungen und zum Teil auch eben gescheiterten Beziehungen kreisen. Also das habe ich nicht alles komplett verarbeitet, denke ich manchmal. Und ja, man hat auch Fehler gemacht, wobei ich mir da nicht böse bin. Ich weiß schon auch, dass das dann so sein sollte. Und dennoch bleibt da ein merkwürdiges Band. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Zum Teil sogar mit Menschen, die ich nur kurz kennengelernt habe oder die nur kurz in meinem Leben eine gewisse Rolle gespielt haben. Es gibt zum Beispiel eine Dame aus Regensburg. Also heute kann ich Dame sagen. Damals war es ein Mädel, einfach sehr junges Mädel. Da hatte ich mich gegen eine Beziehung entschieden, weil die überhaupt keine Erfahrung hatte mit langen Beziehungen. Also ich war so Ende 20 und sie war Anfang 20. Aber das hat richtig gefunkt zwischen uns. Also zumindest ja, war das sehr deutlich, dass wir was miteinander zu tun haben könnten. Und ich bin dann auch mal nach Regensburg, zu der Zeit hatte ich kein Auto. Und habe dann aber gemerkt, in gewisser Weise wäre ich ihr nicht gewachsen. Ganz komisch. Also gab zum Beispiel so eine Geschichte, die sie mir erzählt hat, dass sie hatte wohl Schilddrüsenüberfunktion und ja, wenn man zusammen einen schönen Abend hatte, damals sind wir noch relativ viel feiern gegangen, also alle in der Rockszene, und man ist oft erst 4 Uhr, 5 Uhr morgens nach Hause gekommen, aber die hat dann einfach ja, nur bis 9 geschlafen und ist dann losmarschiert. Und ihr Freund, ja, von dem sie mir halt viel erzählt hat, was ja, relativ erleuchtet war damals, ja, da konnte ich mir vorstellen, oh, das wäre für mich auch nichts, der hat halt ausgepennt. Ja, und das fand ich total merkwürdig. Ja, wenn dann ja, der Mensch dann weg ist, ja, mit dem man eigentlich eine Beziehung hat. Ja, das ist einfach, das fand ich einfach eine komische Vorstellung. Ja, das war aber nur ein Detail. Und da hat sie mir so viel erzählt, dass ich mir gesagt habe, oh, ich glaube, das ist nichts für mich.
Das hat sie nur nicht gemerkt. Also, genau. Aber das Spannende dabei, also ich könnte jetzt viel mehr darüber noch erzählen, das Spannende dabei ist aber, die ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Ne? Und ich gucke ab und zu nochmal bei Facebook. Wir waren noch mal bei Facebook befreundet, bevor ich mich dann irgendwann mal gelöscht habe. Und dann habe ich diese Freundschaften nicht mehr wieder reconnected, weil wir auch uns dann nichts mehr zu sagen hatten. Eine Zeit lang hatten wir uns aber da recht intensiv ausgetauscht. Das war auch zur Trennung von meiner Frau nochmal. Und dabei habe ich dann festgestellt, das ist auch eine Sternensaat. Total spirituell, ja, etwas erdiger und mehr im Leben als ich. Sie hat das mehr eingebunden. Die war dann auch mal kurz weg und hat sich dann entschuldigt, warum sie sich längere Zeit nicht gemeldet hatte. Also wir hatten relativ viel Kommunikationsfluss, eigentlich nur per Facebook, nur per Chat. Haben uns überhaupt nicht irgendwie verabredet oder das war gar nicht dran bei mir. Also ich war erstmal damit beschäftigt, wieder auf die Füße zu kommen, emotional. Ja, und sie sagt mir halt einfach so, erzählt mir, dass sie auf dem Jakobsweg war. Das ist schon eine ziemliche krasse spirituelle Erfahrung, wenn man es richtig macht. Und sie hat es garantiert richtig gemacht. Also ganz merkwürdig. Und dennoch, ich schaue immer wieder so alle halbe, dreiviertel Jahre, schaue ich bei ihrer Facebook-Seite vorbei, ob es irgendwas Neues gibt. Ich habe ja auch mal, als es ein sehr einschneidendes Video gab bezüglich Hollywood und Aufklärung, was da alles vor sich geht, habe ich ihr dann das Video geschickt, den Link und dann dazu geschrieben, jetzt geht's los. Ja. Ich habe gesehen, dass sie es gelesen hatte, aber sie hat auch nicht zurückgeschrieben und das war dann auch alles. Aber ich hatte irgendwie den Impuls, ihr das zu schicken. Aber ja, jetzt geht's los, weil ich glaube, das ist schon 2 Jahre her. Wenn es nicht sogar 3 sind. Ja, aber also ganz merkwürdig, dass ja aber viele Menschen mir einfach so nah sind, obwohl ich mit ihnen gar nichts mehr zu tun habe. Ja, das ist wirklich komisch. Ich kann es euch nicht erklären. Ja, ich habe aber dann auch nicht den Impuls, mich jetzt da aufwendig zu melden und da jetzt sozusagen versuchen, etwas wieder aufzunehmen, was ja im Prinzip vorbei ist. Also ganz speziell jetzt tatsächlich mit Ex-Freundinnen oder auch meiner Ex-Frau. Da ist der Kontakt abgebrochen. Auch zu meinen Ex-Stiefkindern, muss ich ja sagen, ist der Kontakt auch abgebrochen. Ja? Und das ist auch alles gut so. Vielleicht sollte man noch kurz sagen, über sexuelle Beziehungen und Verbindungen gibt es zumindest über Swaru, über Gosha und Cosmic Agency, die haben wir auch schon vorgetragen. Auch das Video speziell haben wir vorgetragen. Da ging es übrigens wieder, also ich glaube, heute verlinke ich es dann. Über die gleichen Informationen habe ich gestern auch schon gesprochen, wie man seine Schwingung erhöht. Das ist das Video, also ich werde es echt wirklich verlinken. Ich habe es mir auch nochmal ganz angehört. Allerdings in einer höheren Geschwindigkeit, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ja, so eine Auffrischung. Sachen, die ich vorgelesen habe oder mit denen ich mich dann intensiver beschäftigt habe, weil das haben Sophie und ich vorgelesen. Die hat das auch super gelesen. Die sind eh bei mir relativ gegenwärtig und dennoch vergisst man dann vielleicht das ein oder andere Detail. Und da ging es auch darum, dass diese Verbindungen, die mal sexuell geknüpft wurden, sich nicht wirklich wieder löschen lassen. Und die sind eigentlich immer vorhanden. Und deswegen sagt Swaru, es ist eigentlich schlauer, sich einen Partner zu suchen und bei dem zu bleiben. Ja? Also nichts Hörner abstoßen und so. Ja? Ist dann nicht so vorteilhaft. Und ja, jetzt ist halt natürlich die Frage, wir sind ja eh alle verbunden. Das hat, glaube ich, auch schon mal jemand gesagt in dem Zusammenhang. Da kommt mir gerade ein Kommentar in den Sinn. Es hatte mal jemand geschrieben, dass das ja gar nicht so schlimm ist, weil wir ja sowieso alle verbunden sind. Das ist aber eine andere Verbindung. Ja, und ich merke das auch. Also irgendwie sind diese Menschen bei mir. Ja, auch wenn sie ja ganz was anderes machen und ganz was anderes erleben und ich das auch nicht bewusst mitgestalte oder erlebe, das kann ich nicht sagen. Ich träume relativ häufig von diesen Menschen, also von allen möglichen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, von Ex-Musikern und so weiter, also gerade ganz viel und ganz oft habe ich von Musik geträumt, von ja, wir haben einen Auftritt und wir müssen üben und wirklich ganz verrücktes Zeug, also es hat auch Spaß gemacht, das zu träumen, das ist nichts irgendwie, was beängstigend war oder wie auch immer, aber ich baue immer wieder wirklich Menschen ein, wo ich denke, ja, also
an den denkst du ja gar nicht mehr. Oder jedenfalls nicht häufiger. Und dann ist es dann doch so. Ja, und dann ist es so, dass ich mir auch immer Gedanken mache, warum ist das auseinandergegangen? Und da komme ich immer auch auf den Punkt, wo ich Fehler gemacht habe. Ja? Und darum dreht sich ja jetzt dieser Text, dass wir das in einer anderen Art und Weise verstehen dürfen. Das hat auch viel mit unserer Familie zu tun oder mit unseren Familien. Weil da müssen wir es lernen, vermutlich auf die sehr harte Art und Weise, dass es keinen Sinn macht, so nah zu sein. Also ich beglückwünsche alle Menschen und ich bin so froh, dass das gibt, dass es auch Menschen gibt, die einen spirituellen Weg gehen, der von ihrer Familie oder zumindest von Teilen der Familie unterstützt wird. Bei manchen Menschen, die ich kenne, ist es dann die Mama, die auch auf dem Weg ist und sich für diese Dinge interessiert und einfach sehr offen ist und neugierig ist, was ja, Energien angeht oder auch mal so Hilfsmittelchen und ja, Räucherstäbchen, Yoga oder was auch immer. Also sehr offen für neue Dinge im Leben. Und da ist der Austausch natürlich dann wunderbar und kann super funktionieren und man fühlt sich auch nicht so alleine. Aber für die meisten von uns ist das anders. Wir müssen damit umgehen, dass wir die anderen sind sozusagen, ja? Und ja, gehen dann trotzdem unseren Weg, nur es tut auch irgendwo weh. Ja? Wenn man dann feststellt, ja, also meine Eltern können nicht mehr sagen, dass sie mich lieb haben, weil sie es in ihrem Ego-Bewusstsein auch garantiert nicht tun. Ja? Die finden mich eher kurios bis scheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja. Was in Ordnung ist, ich verstehe das, da sind auch Dinge vorgefallen, da habe ich auch nicht immer alles richtig gemacht, auf jeden Fall. Aber abgesehen davon sind die Fehler jetzt auch nicht unverzeihlich und ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. So. Und dann versteht man es nicht, ja, warum man nicht angenommen wird. Und das ist eine relativ harte Lernaufgabe für viele von uns, damit umzugehen und das geht dann auch. Ja. Man versteht dann, auf seelischer Ebene lieben wir uns dennoch, nur es funktioniert halt im Tagesbewusstsein eher schlecht. Ja. Vielleicht mal einen Tag und nach spätestens 3 Tagen kippt dann schon die Stimmung und es eskaliert in irgendeiner Form wieder, weil die Eltern ja dann doch Knöpfe drücken, die du ungern gedrückt bekommst und umgekehrt natürlich auch und es in irgendeiner Weise, auch wenn es nicht mehr eskaliert, also ich glaube, bei mir würde gar nichts mehr eskalieren, aber du spürst das Potenzial zur Eskalation und das finde ich schon schwierig genug. Also die Sucht oder die Sehnsucht der anderen, sich mit dir anzulegen, das ist irgendwie kurios, ich kann es gar nicht anders erklären. Also das ist so eine Wutenergie, die im Raum ist, an die du aber nicht mehr andockst, weil du eben diesen Trigger nicht mehr nimmst, empfängst, aufgreifst, wie man es auch immer nennen möchte. Und dann kommt es halt nicht zu dieser Eskalation, aber du spürst die Energie. Und das reicht mir schon. Ne? Da habe ich schon gar keine Lust drauf. Ja? Manchmal hörst du sie natürlich auch. Also dann sind es natürlich schon die Wortwahl, die dann getroffen wird, wo du merkst, ja, alles klar, so, mit mir nicht. Aber trotzdem interessant, ja, dass du es wieder versuchst. Und es nervt natürlich dann doch auf irgendeiner Ebene, weil es schade ist, ja? Weil man einfach, ja, viel lieber in den Arm genommen werden würde und geliebt werden würde für das, was man ist, als eben genau für das, was man ist, abgelehnt zu werden. Spannend ist auch, fällt mir gerade ein, eine relativ weise Freundin von mir oder eine recht weise Freundin von mir oder ich sage es jetzt wirklich, eine sehr weise Freundin von mir hat gesagt, dass sie bis jetzt kaum einen Mann kennengelernt hat, bei dem nicht all seine emotionalen Gefühlsprobleme auf seine Mutter zurückzuführen werden. Ich finde das relativ frustrierend. Ja. Und das kann ich bei mir nicht ganz nachvollziehen, aber in gewisser Weise ist es natürlich ein Spiegelbild der Probleme, die man vielleicht mit der manifestierten weiblichen Energie hier hat. Oder vielleicht auch die manifestierte weibliche Energie mit einem hat, ja, weil man eben nicht ein glasklarer Mann ist in dem Sinne, wie sich das andere gerne vorstellen würden. Ne? Also
bei mir zum Beispiel, dass ich eben diese Verantwortung in der äußeren Welt nicht so annehme. Wäre ich jetzt erfolgreicher Geschäftsmann, ja, würden die mich zumindest respektieren. Ja? Das wäre schon ganz viel wert bei dieser Familie. Und ja, das ist aber nicht so. Ja? Das war ich mal kurz und dann habe ich auch erfahren hintenrum, dass mein Vater relativ stolz über meine Geschäftserfolge berichtet hatte. Aber das ging ja dann auch relativ schnell wieder den Bach runter. Und dann war das alles nicht mehr so lustig. Und meine Eltern haben überhaupt nicht verstanden, warum ich nicht wieder arbeiten gehe. Also die haben mir schon Jobs rausgesucht, wie ich sollte. Ja, so gerade ich war ja, als ich hier umgezogen war, war ich ja noch Mitte 40, also war ich noch 44 war ich da. Jetzt bin ich ja schon 52. Und da konnte man gerade noch bei der Bahn anfangen, also U-Bahn-Fahrer wollten sie, dass ich werde, ja, weil es ein sicherer Job ist. Das war echt super kurios, ja. Und naja, aber egal, also das sind halt so die Sorgen, die sich diese Menschen dann machen, weil du halt anders bist. Und klar, da ist es sehr deutlich, was dann da vorgefallen ist. Ja, aber das kann ich eben jetzt, ich habe jetzt mal den gemeinsamen Nenner, den wir wahrscheinlich haben, Familie gesucht, aber das kann ich aber eben auch über viele Menschen in meinem Leben sagen, die ja eine kurze Zeit eben ein Teil meines Lebens waren und jetzt es nicht mehr sind. Und die allermeisten sind nicht mehr Teil meines Lebens, weil ich halt so einen ganz einsamen Weg, einsam ist ein blödes Wort, ja, einen alleinen Weg gegangen bin, der absolut richtig war für mich und der dennoch dazu geführt hat, dass ich ja keine, also gar keine Bestätigung mehr von außen bekommen habe eine Zeit lang und sie auch sicher nicht mehr gebraucht habe in dem Sinne. Aber wir sind ja hier auch, um uns zu verbinden. Ja? Und es ist einfach merkwürdig, wenn man ja Tag ein, Tag aus alleine ist. Und wie gesagt, ich fühle mich nicht einsam. Das hört sich jetzt ein bisschen so an. Aber ich möchte nur erklären, in welcher Energie ich dann eben Verbindungen zu Menschen suche, die eben nicht mehr Teil meines Lebens sind. Ja, man hat halt eben die Zeit, dann in diese alten Beziehungen reinzufühlen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das mache ich zum Teil. Auch völlig ungeplant. Also ich gehe die Straße lang und sehe irgendwas, dann komme ich auf die Arbeit von früher und auf einmal bin ich 30 und ja, sehe mich eben in dem Strip-Lokal. Wo ich mich dann in eine Arbeitskollegin verliebt habe. Ja. Das war eine Feier, ja, zum Einjährigen, glaube ich, hat unser Chef dann da eingeladen. Und das war nur ein Gag, ja, aber es war halt ein Strip-Lokal. Das war ganz lustig. Ja. Und ja, dann war es aber so, dass ich dann rausgefunden habe, dass das Mädel relativ viel Drogen nimmt. Ja. Und damit kam ich gar nicht klar. Und dann denkst du aber darüber wieder nach, ja, ob das damals vielleicht ein Fehler war, sich von ihr zu trennen, ob du vielleicht ihr hättest die Kraft geben können, das zu überstehen. Aber ich habe eher gesehen, ja, das sind 99% all ihrer Leute, die sie um sich hat, haben was mit Drogen zu tun gehabt. Ja? Ich meine, ich saß da am Lagerfeuer bei irgendeinem Festival, da waren wir zelten beim Festival. Das habe ich auch nur einmal gemacht mit ihr, also das war aber kein Problem. Und dann geht der Joint rum, und ich war der Einzige, der nicht geraucht hat. Und dann fragt mich einer, ob ich Polizist wäre. Merkst du schon, gingen schon die Alarmglocken bei dir los. Ja, und ich glaube, ich habe es schon mal erzählt in irgendeinem Video. Und dann in der Nacht fällt der eine tot um und wird vom anderen wiederbelebt. Und der Neffe sieht es dann. Ja? Der Neffe der Freundin. Wir hatten eben ihren Neffen dabei. Das waren, glaube ich, sogar zwei Kinder. Aber auf jeden Fall, er hat es gesehen und fand es dann irgendwie lustig, ja, oh, was der gemacht hat, weil er es überhaupt nicht verstanden hat, was da passiert war. Da wurde gerade wirklich jemandem das Leben gerettet, weil der irgendwie eine Überdosis hatte oder so. Ja. Also schon mal gut, wie gut die das gemacht haben. Und das haben die auch nicht zum ersten Mal gemacht, das sage ich euch auch gleich. Also völlig kurios. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich passe da überhaupt nicht hin. Das sind nicht meine Leute. Und ich will ja auch gar nicht verbieten, mit irgendwelchen Menschen Kontakt zu haben, aber ihre Lösung wäre eigentlich, mit denen überhaupt keinen Kontakt mehr zu haben. Sie war ganz konkret im Methadon-Programm und ja, also, aber versteht ihr, ich könnte jetzt von jedem
der Menschen, die mit mir mal zu tun hatten, diese Geschichten erzählen. Und ich kann mich da reinfühlen und das sind die Gedanken, die ich dann habe. Und der Text sagt uns, dass wir eben ja aus dieser Schuldsuche rausgehen sollen. Ich bin da nicht wirklich mehr drin, aber ich hänge noch oft in diesen vergangenen Zeiten. Oft ist auch wieder schwierig. Also ich kenne schon ein paar Menschen, die sind wirklich ihrer Vergangenheit böse. Das bin ich überhaupt nicht. Aber immer wieder zieht es mich in diese Erinnerungen rein und ich denke drüber nach, ja, was damals war und reflektiere das. Und auch das schon alleine kommt mir ein bisschen merkwürdig vor, ja, weil ich das eigentlich auch nicht unbedingt möchte oder es besonders sinnvoll wäre, das zu tun. Ja. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich glaube, der Text geht genau an diejenigen, die sich in gewisser Weise verlassen fühlen. Und natürlich war ich das. Also als ich hier alleine ankam in der Wohnung 2014, 1.1.2014, ich habe schon mal erzählt, genau um Mitternacht, genau zu Silvester, wo die anderen ihre Raketen starten ließen, habe ich hier meine Matratze in die Tür gedrückt, weil eigentlich alles voll war. Ja, ich bin aus einem viel zu großen Haus in eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Hobbykeller gezogen, aber der Hobbykeller war ja bewohnt. Ich bin ja mit einem Kumpel hier eingezogen und deswegen hatte ich nur zwei Zimmer und ich hatte viel zu viel Zeug. Also das war alles so gerammelt voll. Also da konnte man gerade in einem Pfad zum Bad hier praktisch schaffen und das war's dann. Und wie gesagt, das war schon eine komische Situation. Also von einer Familie mit zwei Kindern, ja, die dann die Trennung lief ja schon, es war ja schon ein halbes, dreiviertel Jahr auseinander. Wir haben dann einfach so noch zusammengelebt. Also sie hatte sich im Prinzip zwischen März und April 2013 von mir getrennt. Und bis Ende 2013, bis zu September 2013 haben wir dann noch zusammengelebt. Und dann hatte ich das Haus gekündigt und dann ist sie zuerst ausgezogen. Und ich habe dann eben den Umzug mit dem Haus erledigt, auch komplett alleine. Und ja, war halt komplett fertig. Traumatisiert von diesem unfassbar anstrengenden Umzug. Und der war natürlich auch energetisch anstrengend. Weil, wie gesagt, vorher zwei Kinder, eine Frau, vor allem war sie mein bester Freund. Also ich hatte keinen, der mir so nahe war wie dieser Mensch. Hatte ich vorher noch nie, hatte ich danach nie. Und es ist einfach ganz merkwürdig, dass das dann alles weg ist. Ja. Und es ist, glaube ich, schon wichtig, in der Tiefe zu verstehen, dass wir seelische Verträge haben, die irgendwann auch erfüllt sind. Das hat mir auch, also der Gedanke hat mir ganz viel geholfen bei all diesen Dingen, dass ich das verstanden habe. Oder auch vielleicht ja wirklich mal Zeitfenster existiert haben für zum Beispiel diese Dame aus Regensburg, die ich mal kennengelernt habe, als wir recht jung waren noch. Und die mir nicht auch richtig aus dem Kopf gegangen ist, aber wo halt, es gab halt ein Zeitfenster und das hätte vielleicht wirklich gut gepasst. Ich habe das halt damals falsch eingeschätzt oder vielleicht auch genau richtig, kann auch sein. Vielleicht bin ich da einem ganz schwierigen Thema entkommen. Ich kann es euch nicht sagen, ich war damals nicht spirituell, hatte auch keine Möglichkeiten, diese Dinge wirklich zu überprüfen auf einer höheren Ebene, sondern habe einfach so mich so ein bisschen, ja, in den Fluss begeben. Das habe ich schon immer. Also ich war nie jemand, der wirklich nachgedacht hat. Das sind so Gefühle, die dann entstanden sind. Also als sie mir erzählt hat, ja, über ihren Freund und auch so ein bisschen gelästert hat über den, habe ich mir gedacht, jo, das könntest auch du sein, ja, über den sie so redet. Weil sie wahrscheinlich noch einiges zu lernen hat. Und das, dann kommt so ein Gefühl in einem auf und man fühlt sich auf einmal unwohl, ja. Weil man auch empathisch ist und mir hat auch der Typ leid getan, ja. So, ich finde es auch nicht so gut, wenn man gleich über jemand anderes so herzieht. Das hat sie aber nicht auf diesem fiesen Niveau gemacht, aber sie hat halt einfach diese sehr persönlichen Dinge erzählt und ich finde, das ist irgendwo auch ein Vertrauensbruch. Also auch das hat da eine Rolle gespielt und ich wollte eben nicht irgendwann der andere sein, über den so gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. Ja? Ich kann es ja zum Teil nicht nachvollziehen. Aber wir haben alle schon mit Verlust zu tun gehabt. Ja? Und mit Trennungen und ja, mit Sachen, die auseinandergehen, die
sich mal sehr gut angefühlt haben und dann eben auf einmal nicht mehr dran waren. Und das hat viel mit Menschen zu tun, auch manchmal mit Orten, ja, auch mit Lebewesen. Also man kann es ja auch ausweiten auf ja, physische Trennung, das heißt, wenn wirklich jemand gestorben ist oder vielleicht auch ein Tier gestorben ist, ein geliebtes. Das sind schon harte Lernaufgaben, die man dann hier auf dem Planeten durchmacht. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt noch nicht viel mit Tod zu tun gehabt in meinem Leben. Ja. Bei mir ist im Prinzip einmal eine Katze gestorben und zwei Omas, die aber sehr weit weg gewohnt haben. Also die waren eben nicht täglich in meinem Leben, nicht mal wöchentlich, nicht mal monatlich, ja, sondern ab und zu mal jährlich. So kann man sich's vorstellen. Und deswegen war man dann auch nicht so eng miteinander. Der Kater damals, der hat mich richtig fertig gemacht. Ja. Weiß ich noch, da kam ich dann an dem Tag, musste ich unterrichten im Münchner Gitarreninstitut hier. Und ja, ich bin zum Leiter damals rein und bin in Tränen ausgebrochen. Ja. Einfach habe ihm gleich gesagt, ja, ich habe einen schlechten Tag. Ich war dann auch immer ehrlich mit diesen Dingen. Ja. Ich bin mit solchen Sachen immer ehrlich umgegangen. Weil mein Kater gestorben ist, ja? Also mit dem ich halt ja, also groß geworden bin. Ja? Da könnte ich jetzt noch anfangen zu heulen. Ja? Und ja, mein jetziger Kater heißt ja auch Filu, weil er eben Milju hieß und man durfte ihn umbenennen, ohne dass man, sage ich mal, den Wortlaut komplett ändert. Also die Silben sollten doch ähnlich klingen und dann war es halt Filu logischerweise, ja. Aber auch der, wenn ich mich damit beschäftige, ja, das ist so eine tolle Verbindung mit dem Tier, also das ist so wunderbar und das ist ganz schreckliche Vorstellung, die, ja, den irgendwann zu verlieren. Und die Einschläge kommen aber näher, ja. Zum Beispiel meine zwei Lieben, Ben und Alex, mein Seelenpianist und seine Frau, die sind nach Hause nach dem Urlaub und dann war die Katze weg. Die war schon öfter mal weg, aber dann haben sie auch gesucht und haben auch das Haus gefunden, also die Zweitfamilie der Katze sozusagen ausfindig gemacht. Und die haben auch bestätigt, dass sie sie jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben. Und jetzt haben sie auch schon zweimal eine Katze in den Wolken gesehen. Sie haben das Gefühl, die hat sich verabschiedet. Und dann kriegt man das mit und ist auch tief traurig. Ja, mir tut das total leid, weil ich das so nachvollziehen kann, weil das für mich unfassbar schrecklich wäre, wenn der Kater nicht mehr da wäre. Das ist ja wirklich, also so gesehen bin ich nicht allein. Das ist mein Stück Erde, der immer hier war, auch wenn ich manchmal monatelang das Haus mehr oder weniger nur zum Einkaufen verlassen habe. Also im freiwilligen Dauer-Lockdown war ich ja hier, bis ich dann wieder angefangen habe, in die Natur zu gehen und draußen meine spirituellen Techniken zu machen. Ja, aber der war immer hier. Das war wirklich meine Verbindung zum Leben sozusagen. Ganz wichtig. Ja? Und der hat auch viel Schutz hier verbreitet, hat das Feld beruhigt. Also der hat auch spirituell ganz viel für mich getan. Ja, und jetzt ist er halt schon auch 14 und wird behäbiger. Ja? Und das macht mich oftmals auch tief traurig, wenn ich darüber nachdenke. Aber die ganz nahen Verwandten, also Mama und Papa und meine Schwester, die leben noch. Ja? Das musste ich noch nicht erfahren, dass ich jemanden ganz nahen verloren habe. Ja? Beschäftigt habe ich mich damit schon. Und ich mache mir auch nichts vor. Meine Eltern haben sich jetzt schon so weit zurückgezogen von mir. Und ich habe sie jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Dass das vielleicht gar nicht so schlimm wäre, wie wenn man sich jetzt wirklich ja, täglich sehen würde und sich ganz nah wäre. Und ja, sich auch tatsächlich sehr nah ist. Und das ist halt ein bisschen komplizierter, wie ich es vorher auch schon erzählt habe. Also bin ich gespannt, wie ich darauf reagieren werde. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich in gewisser Weise spirituell vorbereitet bin, theoretisch. Ja? Aber ja, wenn es dann da ist, ist es wieder was anderes. Ja? Und dennoch weiß ich natürlich, das habe ich schon ganz oft erlebt. Ja? Ich bin schon oft gestorben. Es sind schon viele Lieben von mir gestorben in natürlich anderen Inkarnationen. Ja, und warum habe ich euch jetzt auf so eine persönliche Reise hier mitgenommen? Es geht im Prinzip darum, dass ihr euch fragt, ob es euch auch so geht. Ob ihr nicht vielleicht insgeheim euch die Schuld gebt oder ihr einfach diesen Adlerblick, wenn es um diese Art von menschlichen Beziehungen und Verbindungen geht, dass ihr den Adlerblick nicht
einnehmen könnt, dass ihr die Adlerperspektive nicht einnehmen könnt und dadurch in gewisser Weise zu sehr darunter leidet, dass es eben zu Trennungen gekommen ist, dass ihr Menschen vermisst, die euch vielleicht nicht vermissen, ja, die euch vielleicht gar nicht mehr wertschätzen und ihr euch aber damit noch beschäftigt. Fühlt mal rein, ob das ein Thema ist bei euch, mit dem ihr euch vielleicht unbewusst oder relativ unbewusst auseinandersetzt und es euch vielleicht sehr viel Energie zieht, ja, es euch jedenfalls nicht nach vorne blicken lässt, es euch in einer gewissen Trauer zurücklässt. Aber dessen dürfen wir uns wirklich bewusst sein. Da gibt es keine Schuldigen. Das sind einfach Lebenswege, die auseinandergegangen sind. Und genauso auch beim Tod. Das ist eine ganz persönliche Lebensentscheidung, ein ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt, im Lebensplan. Und das hat nichts mit euch zu tun. Das ist, ihr seid nicht verlassen worden, weil ihr es nicht wert wart, weil ihr nicht gut genug seid. Es ist einfach so gekommen, weil es zum Wachstum aller so das Beste war, aus Gründen, die wir nicht immer erschließen können. Das ist ja wirklich kompliziert. Lebenspläne sind kompliziert. Die sind nicht einfach. Man stellt sich es manchmal einfach vor, aber so ist es nicht. Und es ist eine Riesenchance, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, die dabei aufkommen, wenn man sich mit diesen Themen noch auseinandersetzt. Und dann kann man Dinge auflösen. Und das ist genau jetzt noch dran bei vielen von uns, um frei zu werden, um wirklich frei zu werden, den Weg zu gehen, der unsere Bestimmung ist. So, und dann haben wir es für heute mal wieder. Ja. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen helfen können. Ihr habt mir auf jeden Fall geholfen, indem ihr mir zugehört habt. Es war für mich ein spannendes, emotionales Thema und vielleicht konnte ich euch ein bisschen mitnehmen auf der Reise und euch vielleicht die eine oder andere Synchronizität vor Augen führen. Alles klar, ihr Lieben. Dann haut rein, bleibt sauber. Bis dann. Ciao. Woohoo. Yippie.